Und jetzt bitte ich euch wirklich als euer Freund, wir sind jetzt hier nicht gegeneinander, wir sind ein Team, genau zuzuhören, wenn ich euch dieses Spiel erkläre. Genau zuhören. Wie immer. Wie immer, genau. Also, wir spielen jetzt ein Multiple-Choice-Quiz. Also in unserem Fall eine Quizfrage mit 4 Antwortmöglichkeiten, von der eine korrekt ist. Ihr könnt das gleich ganz klasse spielen, indem ihr einfach die richtige Antwort auswählt und einloggt. Oder ihr habt absolut keine Ahnung, dann habt ihr die Möglichkeit, Tauschen zu drücken, indem ihr irgendeine Antwort auswählt und danach die Option Tauschen klickt. Grundsätzlich hast du das verstanden? Was ich nicht verstehe, ich habe jetzt eine richtige Antwort, ja? Hab eingeloggt, dann sagst du, es ist mein Punkt. Warte mal, das ist mein Punkt. Dann hat sie aber jetzt auf Tauschen gedrückt, muss sie dann hinterher sagen, mit Fari tausche ich? Ja. Dann ist es doch noch nicht ganz mein Punkt, weil dann kriege ich vielleicht ihre Gümmel-Antwort. Ja, na klar. Und Fari, das ist das Spiel. Ja, habe ich doch von Anfang an. Grundsätzlich gilt natürlich, jede richtige Antwort gibt einen Punkt, egal ob selbst gepunktet oder getauscht. Wir spielen 5 Runden, es gibt 5 Punkte. Kann ich noch was erklären? Habe ich das gut erklärt? Muss man hinterher... Also man kann selber richtig antworten oder falsch antworten und dann auf jemanden... Okay. Ja, ich hab's verstanden. Hör auf! Darf ich noch was fragen? Aber natürlich, Fari, du darfst alles fragen, was du möchtest. Der tauscht aber erst hinterher. Der Tausch findet erst hinterher statt. Genau. Wir sind so dumm, ey. Das ist so peinlich. Alle haben's verstanden, nur wir noch nicht. Also, los geht's. Von welchem Baum ist das Blatt? Ist es A, das Blatt der Esche? B, das Blatt der Birke? C, das Blatt der Kastanie? Oder D, das Blatt der Eiche? Und wie ihr festgestellt habt, ist immer erst, wenn ich das denn wissen? Alles durch habe, freigeschaltet und ihr könnt entscheiden. Oh nee, ich dödel. Kann ich wieder Nee. Nee, wenn du einmal eingeloggt hast, wie in allen anderen Spielen auch, ist eingeloggt. Das ist so dumm. Alle haben eingeloggt oder wir gucken auch mal, ob jemand vielleicht sogar Tauschen benutzt hat. Und wenn, wer hat als erstes auf Tauschen drückt und welche Person darf die Antwort tauschen, wenn sie möchte? Ha! Ich tausche. Hey. Nilam hat Tauschen gedrückt. Tauschen mit Olli. Olli, der hat viel. Pass auf, ich habe Tauschen gedrückt. Ja. Dann hat Olli danach geschrien, oh nee, weiß ich nicht. Ja. Dann hat Fari gerade geschrien, oh nee, kann man noch wechseln. Das heißt? Kann ich ja im Grunde nur noch mit Gordon tauschen. Nee, naja. Muss ihn halt glauben. Oder auch. Beide haben dich krass verarscht. Glaube ich nicht. Sie weiß, dass wir wirklich dumm sind. Okay. Ist das Einzige, was gerade Sinn macht für mich. Du nimmst Gordon? Ich nehme Gordon. Okay. Nilam und Gordon tauschen die Antworten. Nilam, was hast du eingeloggt? Keine Ahnung, ich habe einfach Eiche gedrückt. Du hast D, Eiche? Ja. Und Gordon, was hast du? Die Birke, B. Die Birke, B. Wir tauschen die Antworten. Damit hat Nilam die Birke, B und Gordon die Eiche, D. Richtig ist die Birke, B. Ein Punkt für Nilam, kein Punkt für Gordon. Sorry. Ich hab's auch gewusst, aber. Echt? Ja, ich hab dich verarscht. Echt? Ja. Und wir schauen aber natürlich mal bei Olli nach und bei Fari nach. Was sind eure Antworten? Du hast Esche eingeloggt, du hast... Wegen Ersche. Wegen Esche. Wegen Ersche, irgendwie. Ah, Esche ist falsch, Fari. Olli ist richtig mit Birke. Ein Punkt für dich. Scheiße. Alles klar? Sehr gut. Alle haben das Spiel verstanden. Hier ist die nächste Frage. Was verkünden StuhlschiedsrichterInnen bei einem Tennisspiel, wenn es 40-40 steht? A. Square. B. Replay. C. Putt. Oder D. Deuce. Was verkünden SchulschiedsrichterInnen bei einem Tennisspiel, wenn es 40-40 steht? Square, Replay, Putt, Deuce. A, B, C, D.
Alle haben etwas eingeloggt, hat auch jemand tauschen gedrückt. Das war sehr süß. Ja, das war wirklich niedlich. Da möchte ich mal die direkt knuddeln. Fari. Ich weiß die richtige Antwort, aber ich muss Olli die Punkte klauen. Ja, mit wem möchtest du dann tauschen? Mit Olli? Olli weiß, dass es Deuce. Wie wird das ausgesprochen? Deuce. Weil du weißt, dass ich Leistungssportler war viele Jahre. Absolutely. Okay, das heißt, wir tauschen Fari und Olli. Dann, Fari, was hattest du ursprünglich eingeloggt? Pat. Olli, was hast du eingeloggt? Ich weiß es natürlich. Okay, du hast Deuce eingeloggt. Wir tauschen einmal die Antworten. Und damit geht der Punkt an Fari. Und danke. Olli bekommt keinen Punkt. Fari hat ihm einen Punkt ergaunert. Olli geht leer aus aufgrund der falschen Antwort von Fari. Sorry, ey. Mich selbst sei nicht so. Das ist nicht so schlimm. Ich finde, in Dogs of Berlin bist du viel sympathischer. Wann gibt's denn da eigentlich mal eine zweite Staffel? Ey. Wann? So nicht. So nicht. Lila. Ey, warte mal. Lass ich mir die Punkte abziehen vom Helferlein von Til Schweiger oder was? Wie geben? Ey. So, okay, alles klar, warte. Das ist jetzt so völlig niveaulos. Das ist ja echt. Ach, auf einmal. Ey, wir sind hier nicht im Puparsch, das ist eine Fernsehsendung. Oh, im Puparsch, da waren wir früher immer, Fari, weißt du noch? Ja. Das gab's ja. Ja, das ist ein richtig dreckiger Saufladen in Hamburg. Da geht man wirklich, wenn man total desperate ist. Ja. An alle, die da hingehen, viel Spaß. Ja. Muss man ja auch aufpassen, ne? Das ist so. Gibt's vielleicht etwas noch zu werden. Ey, lass da mal hingehen zusammen. Alle. Ja, gerne. Ich lade euch ein. Ja. Oder ein Pflaumenbaum. Kennst du den noch? Nee, kenn ich nicht. Das ist auch richtig hier. Achso, sorry. Nein, hab ich nicht gemacht. Hat er gemacht. Danke, Nilam. Sehr gut. Nilam Gordon. Ihr habt auch beide sicherlich eine Antwort. Was ist eure Antwort? Nilam, du hast... Pat, ich wusste es nicht, Pat. Du hast Pat geantwortet, das ist leider falsch. Gordon, was hast du geantwortet? Deuce, sehr gut. Ein Punkt für dich. Glückwunsch. Es macht Spaß. Und ich habe eine weitere Frage und ich bin gespannt, wer diesmal tauschen möchte. Von welcher Band stammt der Hit Waterfalls? Ist es A von den Sugar Babes, B Destiny's Child, C, The Pussycat Dolls oder D, TLC? Fari weiß das bestimmt. Nee. Du bist doch früher mal in die Assi-Disco gegangen und hast eine Mucke gehört. Ja, aber ich hab doch die Namen nicht. Ich war so besoffen, habe ich doch nicht auf die Namen der Bands geachtet. Pussycat Dolls. Alle eine Antwort? Oder vielleicht auch tauschen? Ich kenne nur das. Alle drin, alle dabei, alles gut. Wer von euch hat tauschen gedrückt? Das weißt du. Hat jemand? Tauschen! Das ist Gordon. Wer ist neue Geschütze auch nochmal? Sehr gut. Tausch mit dir. So, mit wem möchtest du tauschen, Gordon? Gerne mit Nilam. Nein! Ich habe absolut keine Ahnung. Darum, ich glaube, sie weiß das. Aber taktisch klug, weil ihr habt beide gleich viele Punkte. Aber du hast ja irgendwas gedrückt, ne? Ich habe irgendwas gedrückt, ja. Aha. Ja, okay. Aber du wusstest aber auch gar nicht. Nilam, was hast du geantwortet? Es müsste TLC sein. DTLC. Was hast du gedrückt, Gordon? Destiny's Child. Nein. Destiny's Child. Wir tauschen einmal ganz kurz eure Antworten und lösen auf. Nilam, Destiny's Child ist falsch. Habe ich ja auch nicht genommen. Doch, hast Gordon. Du. Gordon. TLC ist richtig. Gimme. Dein Punkt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, Fari und Olli, was habt ihr? Olli, was ist deine Antwort? Dass meine Lieblingsmusik ist Soul, das ist TLC natürlich. TLC, natürlich, ein Punkt für Olli. 10 Punkte, Fari. Das habe ich auch. Ist die eine nicht abgestürzt? Die eine ist doch abgestürzt, ne? Die ist abgestürzt. Das so rede ich hier wie in der Kneipe. Ja, da haben wir gelesen, die ist abgestürzt. Ey, du machst... Mein iPad ist kaputt, die eine ist abgestürzt. Wo ist mein Bier? Fari ist dein Punkt. Glückwunsch, der TLC ist richtig. Wir spielen noch eine Runde. Oh, noch eine. Eine Runde spielen wir noch. Hör auf!
Hebt sie auf. Hebt sie auf. Sorry. Der war zu doll. Der war zu doll. Komm her. Bitte nicht in Poloch wieder. Du machst immer Finger in Poloch, wenn du sauer bist. Ich habe nicht genug Konfetti. Was soll ich machen? Ich muss es wieder einsammeln. Bleib ab jetzt Schellen verteilen. Geht's Thorsten gut? Ja. Guck mal, Thorsten, ey. Welches? Nächste Frage. Welches ist das einwohnerreichste Land Afrikas? A. Kamerun. B. Nigeria. C. Tunesien. D. Südafrika. Nein, ich trottel. Eieiei. Trottelliga. Ach, komm, hör auf zu Schauspielern. Nein, das war jetzt. Das konntest du noch nie besonders gut. Excuse me. Die bitterste, das der bitterste Abend in meinem ganzen Leben, ey. Habt ihr alle als gebrochener Mensch. Habt ihr alle das eingeloggt? Olli, du musst einloggen. Ich weiß einiges. Also, Olli hat eingeloggt. Gordon, Nilam, Fari, alle mit dabei. Hat jemand getauscht von euch? Oder möchte jemand tauschen? Und als erstes hat Nilam auf Tauschen gedrückt. So, ich soll sagen, mit wem, ne? Ja, bitte. Ich wollte mit dir tauschen, aber ich glaub dir irgendwie. Du hast bei mir abgeguckt und ich habe Bullshit getippt. Also muss ich schon wieder mit Gordon tauschen. Das heißt, du tauscht mit Gordon? Ja. Okay. Dann einmal, Nilam, welche Antwort hättest du gegeben und Gordon, welche Antwort hättest du gegeben? Ich habe Tunesien gedrückt. Okay. Ich habe Nigeria gedrückt. Du hast Nigeria gedrückt. Wir tauschen einmal die Antworten aus. Das bedeutet, Nilam, glaubst du, das war klug? Ich weiß. Ich hoffe, ja. Es war sehr klug, es gibt dir einen Punkt. Mhm. Ist dein Punkt. Gordon, leider kein Punkt. Da hat sie dir die gute Antwort geklaut. Jetzt natürlich die Frage, Olli. Ich wollte auch tauschen, ich habe auch auf Tauschen gedrückt. Ja, hast aber zu spät gedrückt. Gordon hat als erstes Tauschen gedrückt. Aber einer darf nur tauschen? Die Person, die am schnellsten auf Tauschen drückt, darf ich tauschen. Ich habe als erstes Tauschen gedrückt. Aber kann. Ich wollte jetzt mit Nilam tauschen, eigentlich. Weil du jetzt weißt, dass sie die richtige Antwort hat. Sehr klug, aber vielleicht hatten wir die Idee auch, dass irgendwer auf diese Idee kommen könnte. Deswegen macht es keinen Sinn, dass noch jemand tauscht. Ich habe nämlich extra voll die Scheiße gedrückt. Ja, was, lass mich raten. Deine Antwort ist wahrscheinlich C, Tunesien. Ja. Ja. Woher ich das wohl wusste? Das ist leider falsch. Fari, was ich wusste hast, das natürlich. Du wusstest das natürlich. Fari hat B, Nigeria. Weiß man doch. Und hat damit einen Punkt. Wir haben die erste Gewinnstufe von dreien hiermit beendet. Ihr habt sie alle wunderbar gespielt und ihr seid relativ weit gekommen. Das heißt aber auch, eine Person von euch muss jetzt leider gehen und eine weitere bekommt eine Münze. Und ich du hast muss Gordon diese, zwei Punkte abgeluchst. Ich muss sagen, Olli Schulz, richtig, mit 10 Punkten liegst du hier in Führung und bekommst eine Münze. Das ist ein Traum. Alter. Heftig. Das ist ein Traum. Dicker. Hört mich mal. Danke. Du hast auch verdient. Drückt euch nochmal. Du hast auch verdient. Alle nochmal. Komm, Group Hug, alle einmal nochmal einen Arm nehmen hier. Du hast auch verdient, Gordon. Gordon. Du hast auch verdient. Ja, ich weiß, ich hab's natürlich. Aber ich moderiere es ja schon. Für mich ihr habt es auch verdient. Ihr habt es alle verdient. Ihr habt es auch verdient. Wir haben jetzt aber die Situation, wir müssen uns von einer Person leider verabschieden und wir haben 2 mit 7 Punkten. Das bist einmal du, Nilam, und einmal du, Gordon. Das heißt, wir haben eine Stichfrage, eine Schätzfrage und die Person, die näher dran ist, kommt mit in die nächste Gewinnstufe. Die andere Person, von der müssen wir uns leider verabschieden. Ihr schreibt die Zahl auf das Pad vor euch und das ist die Frage. Wie viele Stars zogen bisher insgesamt für Ich bin ein Star, holt mich hier raus in den Dschungel?
Schätzfrage. Seid denn ihr wisst es? Gibt bestimmt 10 Staffeln, oder? Schon? Vielleicht noch der Hinweis, es gab auch eine Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein Staffel. Die wurde irgendwo im Hürther Dschungel vor den Toren Kölns gedreht. Die zählt nicht. Ohne euch jetzt verwirren zu wollen. Sau schwer, wisst ihr nicht, was ich da antworten würde. Ihr habt beide eine Antwort. Die Frage ist hiermit geschlossen. Die Zahl, die wir suchen, ist 167. Gordon, was ist deine Antwort? Ich habe die 117. Wenn du, Nilam, mehr als 117 hast und näher dran bist, dann bist du weiter. Ansonsten bist du raus. Nilam, was ist deine Antwort? 145. Ah! Oh. Nilan, Glückwunsch! Wir sehen uns in der nächsten Gewinnsuchwochmann, Gordon. Es ist immer so schade, jedes Mal wünscht man ernsthaft, wirklich. Mann! Von Herzen, wirklich, von Herzen, alle hätten es dir gegönnt. Bitte, was hast du gesagt? Der hat dich kaputt gemacht. Der hat jetzt 2 Fragen weggeschmissen. Jetzt hau die auch raus. Nein. Hey Gordon, wirklich, sau sympathisch, ultra angenehm. Schön, dass du hier gewesen bist. Gordon hat eine Bikeschule in Dortmund. Wenn ihr mal Bock habt, fahrt da vorbei, meldet euch bei ihm. Guter Typ, wirklich. Schön, dass du hier gewesen bist. Danke dir. Vielen Dank. Gordon, viel Spaß noch. Danke. Dankeschön. Ich hatte absolut keine Ahnung, was mir ein bisschen peinlich ist. Und dann dachte ich, besser als nichts. Die Birke, B. Leider falsch. Kein Punkt für Gordon. Könnte schlechter sein. Ich habe irgendwas gedrückt, ja. Ja, okay. Aber du wusstest es aber auch gar nicht. Ich habe absolut keine Ahnung.